Hat eine Eidechse bei sich, ein Buntfugen und ein Doppelkopfschaf. Oh nein, nicht schon wieder. Nicht so wichtig, erzähl weiter. Aber es war alles so komisch. Der Vogel konnte nicht fliegen, die Eidechse lief auf zwei Beinen und beide Köpfe des Schafes guckten ständig in dieselbe Richtung. Als wüssten sie nicht, wie man ein Tier ist, wie der Hund am Hafen. Aber jetzt hatten wir Beweise. Dieser Magier hatte irgendwas mit den seltsamen Tieren zu tun. Aber der Zauberer musste etwas gemerkt haben. Er sagte ganz plötzlich zu den Tieren: Ihr drei, geht, ich will, dass ihr verletzt werdet. Ich will nicht, dass ihr verletzt werdet. Ich hatte meine Hand bereits im Griff meines Dolches geschwungen, bereits zum Zuschlagen. Er muss meine Mordlust gespürt haben. Das klingt, als hätte er sich Sorgen um die Tiere gemacht. Genau das dachte ich auch. Als sie gingen, sah ich, wie er einen Feuerball in seiner Hand beschwor. Mitten in seinem Haus. Er war bereit zu kämpfen. Und ich wusste, dass ich etwas tun musste. Er würde Aura wehtun. Mit einem Feuerball in der Bibliothek. Also habe ich. Ich habe miaut. Wie eine Katze? Ich habe getan, als wäre ich eine Katze. Und obwohl ich Kleidung trage, hat es nicht funktioniert. Der Magier dreht sich um und sah mich auf dem Regal. Und auf einmal sah er gar nicht mehr besorgt aus, sondern sehr nett und sagte: Oh, ein kleiner Streuner, wie kommst du denn hierher? Habe ich dich eingesperrt? Du hast bestimmt Angst. Und das stimmte, ich hatte auch Angst, aber nicht aus dem Grund, den er dachte. Jetzt habe ich noch einmal miaut. Immerhin habe ich ja getan, als wäre ich eine Katze. Und dann, er sagt ganz höflich: Komm doch bitte runter, hier gibt's nichts für kleine Katzen. Wie wäre es stattdessen mit einem Schälchen warmer Milch? Ein verlockendes Angebot. Sie sagte ich, dass jede Katze in so einer Situation sagen würde: Nein, danke, aber etwas Kakao wäre nett. Ich habe irgendwie vergessen, dass Katzen normalerweise nicht sprechen können. Aber wie er geguckt hat. Und dann fing seine Hand wieder an zu brennen. Ich wusste sofort, dass sie in Gefahr war. Also verstieß ich gegen jede Regel, die mir die Diebesgilde eingebläut hatte. Und kam unter den Tisch hervor. Das war ziemlich waghalsig. Ich lasse mich nicht von einer Person kritisieren, die niemals ihr Gasthaus verlässt. Es war der einzige logische Schritt. Der Magier drehte sich zu mir um. Er war überrascht, möglicherweise sogar verängstigt, aber bereit, mich zu attackieren. Ich konnte mein Leben vor meinen Augen vorbeiziehen sehen. Und bevor ich nachdenken konnte, rief ich: Wir wissen, dass du niemanden wehtun willst. Du schützt diese Familie, richtig? Damit hatte ich wohl einen wunden Punkt getroffen. Ich hielt sofort inne. Ich ergriff die Gelegenheit, gelegen den Schopf, und versuchte ihm zu erklären, warum wir in das Haus eingebrochen waren. Ich erzählte ihm alles von unserer Quest, den verschwundenen Familiaren, diesen merkwürdigen Hund. Ich bin eigentlich nicht gut mit Worten. Aber dein Drink hält definitiv, was er verspricht. Ich weiß nicht wie, aber ich konnte die Situation schließlich entschärfen. Er sah panisch aus, als würde er verfolgt werden. Vielleicht wurde er es auch, doch er entspannte sich schließlich. Und als Aura all diese Beweise noch einmal ausflüsterte, machte es plötzlich Klick. Und ich konnte sehen, was geschehen war. Es war alles so einfach. Also sprang ich von dem Regal herunter und teilte meine Schlussfolgerung sofort mit.
Es ist klar, dass du, Angeklagter, keine bösen Absichten verfolgst. Aber das bedeutet nicht, dass du unschuldig bist. Du hast etwas mit diesen verschwundenen Familiären zu tun. Während sie es sagte, lief sie die ganze Zeit auf und ab. Der Zauberer und ich waren beide ziemlich verwirrt. Du bist ein Freund der Tiere und das schließt Familiärer selbstverständlich mit ein. Ich kenne mich zwar mit Magie nicht aus, aber ich habe den Begriff Transmutation schon einmal gehört. Wer auch nicht. Es ist ein weltverbreiteter Fachbegriff. Das war eine ziemlich dreiste Lüge. Und mit all diesen Hinweisen habe ich die größte Detektivin unserer Generation folgendes geschlussfolgert. Du verwendest familiäre Tiere, oder zumindest lässt du sie aussehen wie Tiere. Und du hattest einige dieser verwandelten Familiäre bei dir. Du machst dir offensichtlich Sorgen um ihre Sicherheit. Das bedeutet, dass sie auf freien Stücken bei dir sind. Also hast du ihnen einen Gefallen getan, indem du sie in Tiere verwandelt hast. Sie wollten von dir transportiert werden. Und ihre Besitzer und die anderen Familiäre können sie nicht mehr finden. Und deswegen machen sie sich Sorgen. Sie fürchten, dass ihnen etwas zugestoßen ist. Deswegen sind wir hier. Fall gelöst. Beeindruckend. Und das hast du alles allein herausgefunden? Der Magier war auch ganz schön beeindruckt. Ich habe den Nagel voll auf den Kopf getroffen. Ich habe ihm erneut erklärt, dass wir hier nur aus Ermittlungsgründen waren. Aber dass die Familiäre und mit ihren Familien und Freunden reden mussten. Die verbliebenen Familiäre wollten eine Erklärung, ebenso wie der Magier. Der Magier fühlte sich natürlich schuldig, ohne ihr Wissen gehandelt zu haben. Die Familiäre waren sich, wie sich herausstellt, ihre Drachenklopper neid und wollten sich fühlen wie echte Tiere. Doch sie trauten sich nicht, es ihren Magiern oder ihren anderen Familiären zu erzählen. Also wusste niemand, was ihnen geschehen war. Und natürlich gingen sie vom Schlimmsten aus. Warum sonst würde ein guter Freund einfach spurlos verschwinden? Ja, warum nur? Aber natürlich wollten sie nicht so weitermachen. Also haben wir ein Treffen organisiert, wo alle miteinander sprechen konnten. Und das haben sie getan. Die Magier haben das alle verstanden, auch wenn sie traurig waren, ihre Familie zu verlieren. Die anderen Familiäre haben sie mit offenen Armen willkommen geheißen, auch wenn sie zuerst etwas verwirrt waren. Sie haben zuerst nicht verstanden, warum ihre Freunde Tiere sein wollten. Aber am Ende haben sie, glaube ich, doch verstanden. Es klingt nach einer erfolgreichen Quest, alles in allem total. Freut mich, dass ihr die Wahrheit ins Licht gebracht habt. Hihi, mich auch. Der Magier hat uns sogar etwas gegeben, als Dank, dass wir ihm geholfen haben. Wir können damit auch nichts anfangen, also wollen wir es dir geben. Sag sowas nicht, es klingt, als wäre es ein schlechtes Geschenk, das ist es nicht. Was ist es denn? Es ist ein Ring der Lagerung, mit einem verlorenen Familiär drin. Er hat ihn vor einiger Zeit gefunden. Aber den Besitzer nie ausfindig gemacht. Wir haben ihn Reno genannt. Marina kann sich nicht darum kümmern und ich habe meinen scharfischen Rufus. Aber du hast Andu. Also weißt du, wie man mit einem Miniaturdrachen umgehen muss. Und ob ich das tue. Er könnte etwas Gesellschaft gut vertragen. Natürlich, wir lehnen das doch nicht ab. Vielen Dank, ihr zwei. Regen, da haben wir den Streichen. Oh nein, zu wenig klickt. Oder fühlst du dich einsam ohne ihn?
Er ist mein Haustier. Ich muss mich um ihn kümmern. Ich bin sicher, Fable hat gute Arbeit geleistet. Aber es ist schön zu sehen, wie sehr du dich um dein Haustier kümmerst. Seit meine Eltern gestorben sind, ist er mein einziger Freund. Oh. Sind auch von Zombies gefressen worden? Nein. Sind bei lebendigem Leib verbrannt. Oh. Oh nein. Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen. Es wäre ein normaler Abend und meine Eltern wollten zum naheliegenden Dorf, um Getreide zu kaufen. Aber sie kehrten niemals zurück. Ich ging los und suchte nach ihnen. Als sie im Dorf ankam, stand alles lichterloh in Flammen. Jedes Haus in der Scheibe, sogar der Boden. Ich hörte Schreie, Hilfe, Rufe, Leute, die litten. Nur meine Eltern konnte ich nirgendwo finden. Ein paar der Überlebenden erzählten mir, was zuvor passiert war. Vor dem Feuer. Ich fand später heraus, dass der Brandstifter namens Ratschboss einer Adelsfamilie war. Er war mit den Bauern über einige unbezahlte Rechnungen der Stadt geraten. In Streit geraten und heute heuerte einige Verbrecher an, um seine Scheune anzuzünden. Doch das Feuer breitete sich aus und verzerrte alles, was im Weg stand. Unschuldige Leben. Genau wie heute. Das ist ja schrecklich. Es tut mir so leid, Ura. Schon in Ordnung. Ich habe meine Gefühle verbrochen und in meine Verlangen umgewandelt. Ich verlange nach einer Familie? Nach Rache. Oh. Aber es klingt ziemlich einsam. Und du hast dem keine Freunde gefunden? Nein. Die Mitglieder der Diebesgilde halfen mir zu überleben. Aber an Freundschaft hatten sie kein Interesse. Also schlug ich den einsamen Pfad ein, der mir vorher bestimmt war. Das war aber nicht nett von ihm. Aber jetzt hast du mich. Und? Wir sind jetzt beste Freunde. Und Weggefährten. Wir könnten unsere eigene Gilde aufmachen. Zum Beispiel eine Detektivgilde. Nein. Wir brauchen nur noch ein paar mehr Questen und dann sind wir die berühmtesten Detektive von Fingesora. Davon bin ich überzeugt. Einen magischen, mystischen Morgen wünsche ich. Jetzt ist tatsächlich Morgen. Ich bin überrascht. Aber das heißt ja nicht, dass nicht irgendwann das auch morgen ist. Natürlich nicht. Ich mag deinen Hut. Danke. Kann ich ihn anprobieren? Nur wenn du mir deinen Namen verrätst. Ein weiterer Meister der Bestechung. So. Aber es gibt nichts, das du mir noch beibringen könntest. Eine Weltklasse-Detektivin, so wie ich, brauche keine weiteren Lektionen in Bestechung. Du bist Detektivin? Ja. Die beste Detektivin in ganz Fesmoor sollte ich hinzufügen. Ich bin übrigens Melina, aber du kannst mich Melly nennen. Freut mich, dich kennenzulernen, Melly. Ich bin Hexagon Hex, aber du kannst mich Hex nennen. Also bei den Nachnamen? Nein, Hex kurz für Hexagon, ist doch klar. Aha. Und wer ist die düstere Gefährtin neben dir? Ja, Xir sieht vielleicht etwas miesepetrig aus, aber Xir ist mein Weltklasse-Assistent.
Nicht freiwillig. Er heißt Aura. Natürlich tut er das. Freut mich, dich kennenzulernen, Aura. Aber du hast jetzt genug über mich erfahren. Kann ich jetzt deinen Hut ausprobieren? Das ist gar nicht so schlecht. So leicht. Siehst du den kleinen Sternenhänger an der Spitze? Der zeigt, dass ich ein Magier der primordialen See bin. Am silbernen Grat sollte ich dazu sagen. Einer von Leviathans engsten Vertrauen. Boah. Und all sein Wissen liegt in diesem Blut und geht auf jeden über den trägt. Silbersterne wie ich haben sogar Zugriff auf Wissen, dass die Welt ins Chaos stürzen könnte, wenn es öffentlich bekannt würde. Wow. Aber alle Silbersterne müssen ein langwieriges Training abschließen. Und dieses Training würde das Wissen, das dieser Hut mit sich bringt, jeden sofort in den Wahnsinn treiben. Oh nein. Also kann ich dir den Hut nicht geben, ohne dein Leben zu riskieren. Und ich könnte mir nie verzeihen, wenn ich für sowas beste Detektiven in den Wahnsinn getrieben hätte. Das ist sehr ehrenswert von dir, aber ich, die große Detektivin Melina Schlusswinkel, dass du Hexagon X und verdammt schlechter Lügner bist. Hey, du bist ja echt eine gute Detektivin. Ich fand das sehr überzeugend, Hex. Danke. Warte, du hast mich echt geglaubt. Ich habe es für einen Moment in Betracht gezogen. Nein, oder? Aber dann bin ich zum Schluss gekommen, dass das alles ziemlich unwahrscheinlich klingt. Ich weiß ein oder zwei Dinge über den untümlichen Ozean. Ich habe ein paar Bücher gelesen, Gerüchte gehört, das Übliche. Und ich glaube nicht, dass Leviathan sein kostbares Wissen mit einem Sterblichen teilen würde. Nicht gegen dich, Hex. Nichts gegen dich, Hex. Die Drachen sei Dank. Für einen Moment habe ich allen Respekt vor dir verloren. Du bist ein wirklich guter Lügner. Das kannst du laut sagen. Sogar eine große Detektivin wie ich hört es wohl nie auf zu lernen. Du hättest aber auch einfach Nein sagen können. Ich hätte dir meinen Namen auch gesagt, wenn ich dafür kein Markstück bekommen hätte. Aber so war es lustiger. Ehrlichkeit ist aber auch eine wichtige Fähigkeit. Und wie du meinst, Großdetektivin. Was bringt dich eigentlich hierher, Hex? Ach, nichts Besonderes. Ich hatte nur Lust auf einen weiteren Drink von dir. Du weißt schon, einen, der mir lauter neue Ideen verschafft. Überlass das mir. Kommt sofort. Ein Drink mit viel Intelligenz. Das tut doch diese stille Nacht. Das ist doch bestimmt. Hast du auch viel Stärke, aber warum nicht? Versuchen wir es mal. Irgendwas, was hier Stärke und unterstützt. Das geht gar nicht. Ja, das könnte einen Bonus geben. Da haben wir hier schon die Spitze voll. Da haben wir hier mal noch ein bisschen. Und Stärke. Und
dringend vom Magier für den Magier. Ein durchstreichendes Licht. Und den Drink mit extra. Hier bitte, das sollte helfen. Mal sehen. Oh, ich kann es spüren. Die Ideen manifestieren sich. Ist das jetzt gut oder schlecht? Finden wir es heraus. Oh, du kannst mir einen Zaubertrick zeigen. Nur im Interesse der Forschung, natürlich. Aber natürlich. Schön, dass du fragst. Du musst wissen, ich bin ein Meister der Feuermagie. Oh, heißt das, du kannst Feuerbälle werfen? Ich würde Feuerbälle nicht als Zaubertrick bezeichnen, ja, als richtigen Spruch. Aber ich kann 10 kleine Flammen an meinen Fingerspitzen erscheinen lassen. Oh, wie kleine Kerzen. Das will ich sehen. Ich würde mich geraten, lieber draußen mit Feuer zu spielen. Die meisten meiner Zutaten sind leicht entzündlich. Deswegen sitzt ein Drache direkt daneben. Dann entgeht dir was. Ich glaube, ich werde es überstehen. Wie du meinst. Kommst du auch, Aura? Ich verzichte. Wie du meinst. It schluckt. Du verpasst was. Wie du meinst. Bis später. Viel Spaß. Und du bleibst hier sitzen. Entschlot. Sie hat mir lange nicht mehr hier. Gasthütin. Lin. Steht diese Quest noch? Natürlich. Warum würde sie sonst hier hängen? Wer hat dich denn gefragt, Dieb? Gehst du alleine? Natürlich, Gruppen sind nicht meins. Das könnte gefährlich werden. Giria ist im Moment ausgesprochen unsicher. Willst du mitkommen? Dann spuck's aus, Kleiner. Nein. Gut. Gibt nichts, womit ich mit meinem Schwerter nicht fertig werde. Hilfe brauche ich nicht. Gut. Ist Xier immer noch so doof? Ist Xier immer so doof? Schlimmer normalerweise. Danke. Es gibt meistens bloß nicht viel zu sagen. Verstanden. Taten sprechen lauter als Worte. Was? Genau. Aber da du dich scheinbar lieber im Schatten versteckst, urteile ich bei dir nach deinen Worten. Könnt ihr bitte aufhören, mich zu analysieren? Klar. Nein. Gut, nicht, dass ihr irgendwie recht hättet. Du kannst uns gerne korrigieren. Verzichte, aber einen Drink nehme ich. Das Übliche? Ja, etwas. Weißt schon, etwas mit für mein Aura. Natürlich, heute geht das aufs Haus. Gut, das hatten wir ja gerade hier stehen, deswegen. Nächstes Mal den gleichen Drink nochmal. Das war der hier. Der ganz gelbe. Duschstreiche nicht vergessen.
Zack. Wenn man einen Trinken geht. Danke. Das reicht. Hervorragend. Also gut, weiter im Text. Was ist mit dir denn? Ich wüsste gern mehr über den Pfad nach Tyria. Ich war bisher nicht dort, aber er soll voller gefährlicher Abgründe sein. Ich war tatsächlich auch noch nie dort. Ach, wirklich? Glaubst du, dass ich dieses Gasthaus hier je verlasse? Hast du auch etwas Nützliches zu sagen? Nicht über die momentane Lage in Tyria, aber dies und das, was ich zwischendurch aufgeschnappt habe. Bitte. Du hast vielleicht schon gehört, dass Reisen nach Tyria momentan nicht ungefährlich sind. Einstürzende Brücken, verschwundene Tiere, nervöse Diplomaten, gefundenes Fressen für Banditen, schätze ich. Unter anderem. So oder so, ich kriege dieses blaue Blut nach. Ich kriege diese blaue Blut nach Tyria. Natürlich, darf es ein Drink zur Unterstützung sein? Ich dachte schon, du fragst nie. Hast du einen Wunsch? Nicht wirklich. Das kommt darauf an, was in Tyria los ist. Schnell und schlau zu sein ist nie verkehrt, wenn man das richtige Timing hat. Auswählen nennt sich das wohl. Da habe ich eine hervorragende Infusion für dich. Eine Feder eines goldenen Eintauchers. Eines was? Ein seltenes Wasservogels. Angeblich speichert er den Wind in seinen Federn, was dich schneller macht. Verlockend. Das wäre sicher gut fürs Ausweichen, wenn du was für den Verstand mit dazu packst. Werd aber immerhin mit einem Diplomaten reisen, da könnte etwas Charisma nicht schaden. Das lässt sich einrichten. Andererseits wäre etwas für meine Verteidigung gut, um für jede Situation gerüstet zu sein. Was hältst du dann davon, unter den Schutz der Drachen zu reisen? Ich höre. Ein wenig Zitrin lässt deine Waffe gesegnet. Sie gesegnete Angriffe ausführen, großartigen Banditen und Brücken. Klingt nach etwas, das meine Barber gewählt hätte, nicht dass sie es gebraucht hätte. Wenn es gefährlich werden könnte, ist mein Schutz immer gut. Und wenn da genug Stärke bei ist, um zurückzuschlagen. Aber der Gefahr, mit Geschick und Steuer auszuweichen zu können, wäre vielleicht besser. Weißt du was, ich überlasse das dir. Solltest du wissen, was du tust. Lass mich nachdenken. Okay, wir haben diese Option. Mit Gehirn und Hast oder immer mit Schild und Angriff. Mit Zitrin fügen sie einen Angriff oder verteidigen. Ich versuch mal das mit der Feder. Ich habe schon wieder vergessen, was genau war, aber sind ja die Zutaten. So, Hirn und... Das ist doch perfekt hier. Hirn und... Ne, Stärke war das. Charisma brauchen wir. Wenn das könnte sein, hast du hier noch dazu. Charisma mindestens ein. Na, dann haben wir den hier. Hirn 3 und das hier. So, Charisma haben wir schon einen.
Da brauchen wir noch einmal schick. Ups, zu viel. Wir haben lange nicht mehr Dings mit geschickt gemacht. So, Alpina Colada. Mal schauen, ob das das Richtige ist. Na dann. Oh, das war wohl ein falscher Drink. Auweia. Finde, dass Wille, Wind und gute Worte deinen Weg leiten sollten. Gut.